wunderschöner Tag. Rainbow Dash ist heute mal früh aufgestanden und hat die Wolken weggewischt. Ich wette, ganz Ponyville ist auf den Beinen, um den Sonnenschein zu genießen. Was? Wo sind denn die Ponys? Sind vielleicht gerade Ponyferien? Nicht, dass ich wüsste. Hab ich Mundgeruch? Nicht mehr als sonst auch. Vielleicht Zombies? Eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber vielleicht möglich. Psst. Twilight! Spike! Kommt her! Kommt her! Beeilt euch, bevor sie euch noch kriegt! Das Zombie-Pony? Zombie-Pony! Spike, es gibt keine Zombie-Ponys. Pinky, was tust du hier ganz allein im Dunkeln? Ich bin nicht allein im Dunkeln. Okay, was macht ihr alle denn hier im Dunkeln? Wir verstecken uns vor ihr. Namen zu erwähnen. Ich habe gesehen, wie sie hierher geschaut hat. Mit ihrem bösen Blick. Und deshalb flippt ihr gleich aus? Es gibt doch keinen Grund. Wie bitte? Es gibt keinen Grund? Seine Nächsten zu beschützen ist für dich kein Grund? Stell dir vor, meine Schwester hat Sikora nur in die Stadt kommen sehen und schon zitterte sie auf allen vier Hufen. Gar nicht! Also habe ich sie hierher gebracht. Ich bin aber selbst gelaufen. In Sicherheit. Applejack, ich bin doch kein Baby. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Nicht, was die schreckliche Sikora betrifft. Sie wirkt irgendwie unheimlich. Und finster. Und gruselig. Könnt ihr bitte damit aufhören? Seht euch doch mal die Streifen an. Viel zu grell. Sie ist ein Zebra. Ein was? Ein Zebra. Und ihre Streifen sollen nicht modisch sein, Rarity. Sie wurde damit geboren. Damit geboren? Ich habe hier noch nie ein Pony mit Streifen gesehen. Außer sie. Nun, offensichtlich ist sie nicht von hier. Und sie ist auch kein Pony. Ich habe gelesen, dass Zebras aus einem weit entfernten Land kommen. Ich habe sie auch noch nie in Ponyville gesehen. Wo sie wohl wohnt? Das ist es ja. Sie lebt im Wald der ewigen Magie. Spike! Tut mir leid. Der Wald der ewigen Magie ist so unheimlich. Die Pflanzen dort. Die Tiere sind auf sich allein gestellt. Und die Wolken bewegen sich. Auch von ganz allein. Und diese böse Zauberin Sikora lebt dort und macht grauenhafte Sachen. Sie ist furchtbar böse. Ich habe ein Lied über sie geschrieben. Oh nein, nicht schon wieder. Sie verflucht dich gerne mit Hexerei. Nee, Teufel, sondern Tänzchen. Als siehst du zu tief in ihre Augen. Bist du in einer anderen Welt sein. Sie wird dich in die Irre führen. Dann in ihrem Kräfterbrühen. Da will sie dich gleich fressen und dich in ihren Magen spielen. Wow, das geht rein. Naja, ist noch in Arbeit. Ich schätze, das sind nichts als wilde Gerüchte. Könnt ihr mir auch erzählen, was Sikora wirklich tut? Was habt ihr gesehen? Also, einmal im Monat kommt sie hierher nach Ponyville. Dann streicht sie an den Läden vorbei. Oh, Mann. Und dann scharrt sie mit ihren Hufen auf dem Boden. Oh, wie grauenhaft. Okay, tut mir leid. Aber was ist daran böse? Vielleicht will sie hier jemanden besuchen. Ja, vielleicht will sie in der Nachbarschaft Freunde finden. Und vielleicht schleicht sie auch nicht vor den Läden herum, sondern geht lieber rein. Schleichfrei. Vielleicht will sie shoppen gehen. Ja, alle Ponys gehen doch gerne shoppen. Also wenn ihr mich fragt... Applebloom, sei still, wenn die großen Ponys reden. Ich bin aber auch ein großes Pony.
Und wieso scharrt sie andauernd mit ihren Hufen? Du musst zugeben, dass das schon etwas merkwürdig ist. Vielleicht gräbt sie nach irgendwelchen unschuldigen Kreaturen. Es gibt bestimmt eine Erklärung für alles, was Sikora macht. Und wenn eines der Ponys mutig genug wäre, sie zu fragen, könnten wir die Wahrheit herausfinden. Ich kann nicht. Also, ich bin mutig genug und ich werde die Wahrheit herausfinden. Haltet euch wirklich lächerlich. Pass auf. Weißt du, was sie frisst? Sie frisst Heu. Pinky, ich fresse Heu, du frisst Heu. Ja, aber sie frisst es. Auf ganz böse Art und Weise. Hey, wo ist Äppelblum? Die Tür ist offen. Ist sie rausgegangen? Oh nein, Sikora ist auch dort draußen. Ach, dieses dumme kleine Fohlen, sie sollte in unserer Nähe bleiben. Spike, du bleibst hier, falls Äppelblum zurückkommt. In Ordnung. Liebes Ponyvolk, die blauen Blätter ihr nicht essen sollt. Deine dämlichen Zaubersprüche kannst du für dich behalten, hast du gehört? Was? Komm her, wenn du dich traust. Dann mach ich dich fertig. Dann in ihrem Kochtopf rühren. Meine Güte. Gebt Acht! Gebt Acht! Ja, gib selbst Acht, Sikora. Und nimm dich mit deinen merkwürdigen Flüchen in Acht. Und du? Wieso hörst du nicht auf deine große Schwester? Stell dir vor, Sikora hätte dich mit einem furchtbaren Zauber verflucht. Genau wie in meinem Song. Verfluchte Hexerei, lädt zu Tänzen ein, in einer anderen Welt sein. Jetzt hört auf, es gibt überhaupt keine Flüche. Sehr interessant, einen solchen Ausspruch von unserem magischen Einhorn zu hören. Richtige Magie, wie meine, kommt aus dem Inneren. Meine Magie ist angeboren. Böse Flüche zählen nicht zur echten Magie. Und funktionieren nur mit Zaubersprüchen oder Tränken. Sie wollen anderen nur Angst einjagen, aber Flüche haben keine große Kraft. Das gibt's nur in Ponymärchen. Ach, wart's nur ab, Twilight. Du wirst noch lernen, dass einige Ponymärchen auch wahr sind. Sie verflucht dich gern mit Hexereien, lädt Teufel zu einem Tänzchen ein! Gebt auf! Gebt auf! Siehst du zu tief in ihre Augen? Denkst du etwa, du jagst uns Angst ein? Sie wird dich in die Irre führen. Du solltest wissen, Twilight, einige Ponymärchen sind wirklich wahr. Ach, will sie dich denn fressen und dich in ihren Magen spüren? Also, pass auf! Was für ein Traum. Flüche sind Blödsinn. Wow. Hat Sikora meine Mähne verhext? Nein, aber mein Einhorn! Nein, 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 nein! Ich kann kein Heilmittel finden. Oh, es muss einen vernünftigen Grund dafür geben. Eine Krankheit? Eine Allergie? Ein Fluch? Nein, einen vernünftigen Grund. Etwas, das in Wirklichkeit passiert. Wie wär's denn damit? Übernatürliches? Spike, das Wort übernatürlich bezieht sich auf Gespenster, Geister und Zombies. Genauso ein Aberglaube wie Flüche. Dieses Buch ist nur dummes Geschwätz. Was, wenn du dich irrst, Twilight? Was, wenn es wirklich ein... Hat ihr Tuch? Ein Tuch ist... Wie kann es ein Tuch sein? Pinky, was ist mit dir passiert? Sikora hat uns verflucht. Hey, sprechen nicht spucken, Pinky. Pinky, wollte sagen, au, dass Sikora uns alle verflucht hat. Echt? Und da kann ich nur zustimmen. Ich sag ja nur ungern, dass ich's schon gesagt hab, aber ich hab's gesagt. Es ist ein Fluch, ich sag's euch. Aber Fluttershy sieht noch ganz gut aus.
Ja, bei ihr scheint es wohl kein Problem zu geben. Fluttershy? Alles okay? Stimmt irgendetwas nicht mit dir? Kannst du es uns nicht sagen? Also, du willst es uns nicht sagen. Ja, du kannst nicht oder willst nicht. Mann, heiliger Sellerie, was ist mit dir los? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Oh, ist das lustig. Seht euch doch mal an. Die haarige Zottely, Rainbow Crash, Spooky Pie, Apple Teenie, Flutterboy und... Mir fällt nichts ein. Twilight Sparkle. Nee, wirklich, jetzt dazu fällt mir nichts ein. Das ist nicht witzig, Spike. Wir müssen in meinen Büchern nach einem Heilmittel suchen. Gegen diesen Fluch werden wir nur ein Heilmittel bei Sikora finden. Es ist kein Fluch. Nein, Rainbow hat recht. Wir gehen zu Sikora und sie soll uns von diesem Zauber befreien. Und ein Zauber ist es auch nicht. Es kann nicht sein, dass ihr alle denkt. Das alles ist meine Schuld. Wenn ich Sikora nicht gefolgt wäre, wären diese schrecklichen Dinge nie passiert. Ich werde es wieder in Ordnung bringen. Will Appleblum denn jetzt schon wieder hin? Es ist mir egal, was du sagst, Twilight. Wir ziehen los und stellen Sikora zusammen zur Rede. Kommt schon, Mädels. Seid ihr dabei? Ich schon. Ich bin auch dabei. Also, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich sehr gefährlich. Was ist mit dir, Applejack? Applejack? Sie ist weg! Ist jemand auf sie draufgetreten? Oder hat sich auf sie gesetzt? Oh. Rarity's Mähne! Oh. Oh! Pinky, was tust du da? Hör auf! Hast du noch nie von Privatsphäre gehört? Appleblum ist auch verschwunden. Wetten, sie sind auf dem Weg zu Sikora? Wir sollten sie unbedingt finden. Kommt, Mädels, gehen wir. Was ist? Oh nein, so kann ich da nicht rumlaufen. Hey, kann mir jemand helfen? Upsi, tut mir leid. Au. Spike, kommst du mit? Nein. Ich suche weiter in den Büchern nach Heilmitteln. Ha! Twilight Wackelhorn! Stehen bleiben, freche Göre! Du drehst jetzt auf der Stelle um, verstanden? Nein! Nein? Du darfst einen Befehl von deiner großen Schwester nicht ignorieren! Tut mir leid, Applejack, aber ich bin jetzt die große Schwester. Appleblum, wenn du nicht auf der Stelle wieder zurückkommst, dann verpfeife ich dich bei Big Macintosh, hast du gehört? Oh, Ponymist. Schneller, Mädels. Wir müssen zu Sikora. Beeilt euch. Leichter gesagt als getan. Wartet auf mich. Celestia, sei Dank, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich will schnellstens zu Sikora, klar? Ab mit dir, Pony! Sag mal, hast du sie noch alle? Yeeha! Auf geht's! Nein, Rainbow Dash, in die andere Richtung! Ich sehe furchtbar aus. Na, hier sieht's furchtbar aus. Du meine Güte, hier sieht's ja wirklich furchtbar aus. Hübsche Deko, wenn man auf Gruseldeko steht. Muakati, Moni Halambu, Wuagabati Ovumba. Wie bitte, deinen Song? Oh, Pinky, das hörte sich überhaupt nicht wie dein Song an. Hm.
Sie verflucht dich gern mit Hexereien, lädt Teufel zu einem Tänzchen ein. Siehst du so tief in ihre Augen, wirst du in einer anderen Welt sein. Sie wird dich in die Irre führen, dann in ihrem Kochtopf rühren. Doch will sie dich gleich fressen und dich in ihrem Magen spüren. Also, pass auf. Du hast all diese Dinge gesehen. Glaubst du uns jetzt, Twilight? Unheimliche Masken, verwirrende Zaubersprüche und ein großer blubbernder Kessel? Tja, das weist wohl alles darauf hin, dass Sikora böse ist. Oder? Vielleicht kocht sich Sikora auch gerade eine Suppe. Heiß genug und Kräuter muss ich auch keine mehr reintun. Also, wo ist denn nun die kleine Äppelblum? Oder vielleicht kocht sie ja aus Äppelblum eine Suppe. Vielleicht kocht sie ja aus Äppelblumen eine Suppe. Ich rette dich, Äppelblumen! Morden und Dietoba! Vorsicht! Pass auf, Rainbow Crash! Oh, verhebte Bohobek! Im Halle! Wo versteckst du Äppelblumen? Nein! Halle! Nein! Wisst ihr überhaupt, was ihr tut? Ihr verschüttet meinen edlen Sud! Wir sind dir auf der Spur, Sikora. Ich wollte nicht glauben, dass du uns verflucht hast, aber die Beweise sind zu überzeugend. Wegen dir sehe ich so albern aus. Und wegen dir höre ich mich so albern an. Und wegen dir kann ich nie mehr richtig sprechen. Und du hast mein Horn verbogen. Was nehmt ihr euch heraus? Zerstört mein Haus und habt meinen Trank verschüttet. Beschuldigt mich, ich hätte euer Leben zerrüttet. Du hast uns alle verflucht und jetzt entfluche uns gefälligst. Sehr unklug von euch, solche Worte zu riskieren. Denn langsam will meine Wut explodieren. Wo ist Äppelblum? Sikora, ich glaube, ich habe alle Sachen, die du brauchst, gefunden. Was um Ponys Willen ist denn hier passiert? Äppelblum, es geht dir gut? Na, wieso denn auch nicht? Weil Sikora eine böse Zauberin ist, uns verflucht hat und aus dir Suppe kochen wollte. Oh, Twilight. Okay, inzwischen bist du also auch schon völlig verrückt. Wieso glaubst du denn auf einmal an Flüche? Äppelblum, meine Süße, du kannst doch wirklich nicht behaupten, dass das kein Fluch ist. Das ist auch kein Fluch. Was hatte ich euch denn gesagt? Meine Worte an euch waren ganz exakt. Gebt Acht, liebes Ponyvolk, die blauen Blätter ihr nicht essen sollt. Sie wollte uns nur warnen vor dieser blauen Pflanze. Sie nennt sich Giftschleiche. Eine ähnliche Pflanze wie die Gifteiche. Gut für Witze und für Streiche. Was zum Hafer soll denn das bedeuten? Das heißt, die Pflanze tut euch nichts Böses an. Sorgt nur dafür, dass ein Pony lachen kann. Übersetzt mir das mal jemand in Ponysprache? Also, soweit ich das verstehe, meint sie, dass wir damals, als wir Äppelblum retten wollten, mit der Pflanze in Berührung gekommen sind. Und offensichtlich hatte sie mit jedem von uns ihren Spaß. Wie? Sie hatte ihren Spaß? Sehr witzig. Okay, na schön. Und was ist mit diesem riesigen Kessel? Und den Zaubersprüchen? Und der Gruseldeko? Das sind Schätze, die habe ich aus meiner Heimat mitgenommen. Diese Maske sagt Hallo und die andere Willkommen. Nicht sehr einladend, wenn ihr mich fragt. Und mein Singsang ist aus alten Zeiten bekannt. Bei euch wird sowas ein Kinderlied genannt. Was ist mit dem Kessel und der Äppelblumensuppe? Ich bin doch hier, Twilight. Das Wasser im Kessel war nicht für mich. Es war für all diese Heilkräuter gedacht. Das Heilmittel gegen die Giftschleiche wird nach einem uralten Rezept gekocht. Und dann nimmt man ein Bad darin. Aber ich habe in meinen Büchern nach einem Heilmittel gesucht und nichts gefunden. In welchem Buch steht dieses Heilkräuterrezept? Das ist das Buch, das das Rezept enthält. Schade, dass es in deiner Bibliothek noch fehlt. Offen gestanden habe ich dieses Buch. Ich habe nur nicht hineingesehen, weil der Titel so merkwürdig wirkt. Übernatürliches. Kräuter und natürliche Heilmittel, die von besonderer Wirkung sind. Es tut mir so leid, Sikora. Die Antwort war so nah und ich habe mir nicht die Zeit genommen, sie anzusehen. Vielleicht beim nächsten Mal schaust du viel genauer hin. Auch in merkwürdigen Büchern steht was Besonderes drin. Sikora,
Wärst du so nett und würdest noch ein Kesselkräuterbad anrühren? Gern mische ich ein zweites Mal den Kessel. Doch fehlt mir dazu aus Ponyville eine ganz bestimmte Nessel. Jedes Mal, wenn Sikora in unsere Stadt kommt, sind merkwürdigerweise alle Geschäfte geschlossen. Oh, ach so. Ich denke, da können wir behilflich sein. Sieh doch, Rose, ist das nicht fürchterlich? Die böse Zauberin hat sie alle verflucht. Welch Horror! Welch Horror! Ah! Daisy, können wir kurz reden? Liebe Prinzessin Celestia, meine Freundinnen und ich haben eine wichtige Lektion gelernt. Man darf niemals voreilige Schlüsse ziehen. Vielleicht sieht jemand anderer ungewöhnlich, seltsam oder sogar unheimlich aus. Aber man sollte herausfinden, wer er wirklich ist. Wahre Freunde kümmern sich nicht um Äußerlichkeiten, denn nur das innere Wesen zählt. Ein guter Freund ist wie ein gutes Buch. Etwas, das man für immer behält. Deine treue Schülerin Twilight Sparkle. Liebe Sikora, ich hätte so gern das Rezept für dieses Kräuterbad. Es ist der absolute Luxus. Oh. Applejack! Hey, wo ist Applejack? Oh. Ich bin hier, kleine Schwester. Ich bin jetzt nicht mehr winzig. Oh. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich mich so fantastisch gefühlt. Meine Güte, wisst ihr, wie schrecklich es für mich war, nicht mehr reden zu können? Ich rede doch so wahnsinnig gern, aber meine Zunge war so bläh. Das war so schrecklich. Findest du nicht auch, Fluttershy? Ja.